Herr Professor Stemmler, welche Neuigkeiten gibt es im Kontext Compliance für Krankenhäuser und Messaging-Dienste? Ja, das sieht so aus, dass wir bisher die Situation haben und die wird auch so bleiben, dass die verfügbaren Messenger, die wir alle so aus dem privaten Leben kennen, für den Bereich im Krankenhaus nicht einsetzbar sind, weil sie auf der einen Seite natürlich einen Betrieb der Serverinfrastruktur in der Regel im Ausland haben und auf der anderen Seite die Situation so ist, dass Metadaten dann an den Betreiber gehen und von daher gesehen ja Daten verlautbart werden, die eigentlich vertraulich zu handhaben sind, gerade was das Krankenhaus angeht. Und es gibt einige Produkte, die im Krankenhaus erlaubt und zugelassen sind, weil sie zum Beispiel on-premise betrieben werden können, weil sie eben von den Einrichtungen selber organisiert werden können und damit auch unter der Hoheit und der Kontrolle der Einrichtungen stehen. Und was sich jetzt neu gezeigt hat, dass eben auch die Gematik aufgrund der gesetzlichen Verordnungen im DVPMG hergeht und dabei ist, Messenger, ich will nicht sagen Grundlagen, aber Messenger-Rahmenbedingungen zu entwickeln. Interessant ist, dass es dabei ein marktoffenes Modell sein wird, was also erlaubt, mehreren Anbietern auf diese Spezifikation aufzusetzen und damit TI und sagen wir mal datenschutzkonform unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite aber dann auch zwischen mehreren Anbietern per se eine Interoperabilität gegeben ist, insofern dass die Gematik vorgibt, dass ein bestimmtes Protokoll, das nennt sich Matrix-Protokoll, verwendet wird. Dazu kommt, dass natürlich dann die Frage sich für die Krankenhäuser stellt, in welche Richtung orientiere ich meinen Messaging-Dienst? Will ich hergehen und sagen, ich nutze die kommerziellen Anbieter und schaue mir dort Anbieter an, die vielleicht auch compliant zu den Vorgaben der Gematik sind? Oder gehe ich her und betrachte von mir aus die bestehende Funktionalität, die natürlich erstmal bei einer Neuentwicklung auf Seiten der Gematik vielleicht etwas tendenziell geringer ist als das, was wir in den kommerziellen Lösungen heute vorfinden, die sich über Jahre schon entwickelt haben. Das sind Punkte, die wir sicherlich jetzt nicht entscheiden können, aber die natürlich hinterfragt werden müssen. Was aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Sicht, interessant ist, dass wir natürlich in dem Moment, wo wir auf einen Messenger aufsetzen, der von der Gematik kommt, beziehungsweise dessen Grundlagen aus der Feder der Gematik stammen, wir durchaus einen Mehrnutzen haben, weil alles das, was wir im Bereich der Nutzerauthentifizierung haben, im Bereich der Einrichtungsidentifizierung haben, das kann wiederverwendet werden. Und damit bin ich natürlich in Bezug auf die Integration etwas oder tendenziell einfacher unterwegs, als wenn ich eine parallele Lösung aufbaue mit einem anderen Anbieter. Das wird man sehen müssen, wie das vom zeitlichen Rahmen her aussieht. Die Gematik wird jetzt zum 1.10. dazu die entsprechende Spezifikation herausbringen und es gibt einen klaren Zeitplan. Mitte nächsten Jahres werden die ersten Messaging-Dienste am Markt sein und das Ganze geht auch weiter, insofern, dass es eben nicht nur im Sinne Leistungserbringer-Kommunikation unterwegs ist, sondern es wird auch in die Kommunikation ab 2023 hineingehen, Leistungserbringer-Patient. Wenn wir auf die Vielfalt der Angebote schauen, wäre es nicht sinnvoll, eine Vereinheitlichung, eine Konsolidierung anzustreben in Richtung der eingesetzten Messaging-Dienste in Krankenhäusern? Ich denke, dass das eine Möglichkeit sein kann im Rahmen der Compliance. Meine Empfehlung wäre, wenn ich das so sagen darf, dass man sich sowohl für KZG-Fördertatbestände, also wenn ich an ein Patientenportal denke, auch das Thema Messaging vor Augen führen sollte und überlegen sollte, inwieweit ich mich dort, wenn wir jetzt mal im Hinblick davon ausgehen, dass die TI sich entsprechend durchsetzt und gesetzt ist, etwa eine Lösung sucht, die in der Richtung compliant ist. Weil was haben wir denn im Patientenportal drin? Das ist die Kommunikation mit dem Patienten. Das würde mit einem TI-Messenger möglich sein, zumindest ab 2023. Von daher gesehen sicherlich eine interessante Möglichkeit, das so zu machen. Das Einzige, was, sage ich mal, nicht vorgesehen ist, dass der Patient initiativ sich an das Krankenhaus wenden kann. Aber das ist ja auch nicht vielleicht die übliche Prozessschiene, die man hat, sondern das wird man über eine Webseite machen und sagen, ich melde mich hier oder ich bin als Patient unterwegs und kann dann problemlos dann über den Messenger vielleicht auch weiter Kontakt mit dem Krankenhaus aufnehmen. Das ist aber im Moment noch Zukunft. Wir kennen noch keine Anwendungen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Anwendung auch in diese Richtung hineingeht.